längere Wartezeit waren, viele Interviews zu absolvieren, aber ich darf euch umso herzlicher noch einmal im Namen des SK Rapid hier im Medienzentrum des Allianzstadions begrüßen. Ich darf den beiden hier neben mir ganz, ganz herzlich gratulieren und möchte beginnen mit unserem Kapitän Christopher Dieborn, der auch von einigen angefragt wurde. Ich glaube, jeder freut sich für dich. Wie geht es dir selber? Nimmst du uns ein bisschen mit, wie waren die 90 Minuten, die erste Mal in der Startaufstellung seit 3. Juni 2020, wenn ich mich nicht verschaut habe. Grüß euch miteinander. Also, ich habe vorher auch gehört, ich glaube knapp 2 Jahre waren. Es ist natürlich eine irrsinnig lange Zeit. Aber ich glaube, ich habe nie aufgegeben. Ich habe versucht, wirklich daran zu arbeiten. Ich habe wirklich Tag für Tag darauf hingearbeitet, wieder für Rapid am Platz zu stehen. Freut mich, dass das heute funktioniert hat. Ich glaube, wir haben gemeinsam mit dem Trainerteam da sehr gut gearbeitet und auch geschaut die letzten Wochen durch die Spiele mit der zweiten Mannschaft, um eben, wenn die Situation kommt und die gebraucht wird, dann wollte ich da sein für den Verein, für die Mannschaft. Und das freut mich natürlich unglaublich, dass wir dann heute die 3 Punkte bei uns in Hütteldorf lassen haben. Das, glaube ich, schmückt das Ganze und ich werde richtig gut schlafen heute. Ja. Wie war es jetzt vor allem in der letzten Viertelstunde für dich? Ein bisschen Déjà-vu in die Rapid-2-Spiele, das war ja jetzt aus deinem Alter her ein bisschen ein Kindergarten, der dann schon vor dir gespielt hat, aber Gott sei Dank erfolgreich gespielt hat. Ja, in der Kabine heute waren viele, mit denen ich letzte Woche am Platz gestanden bin, das ist richtig. Aber ich habe es halt zu den Jungs gesagt, das zeigt dann oder zeichnet eine Mannschaft aus und das war für mich was ganz was Besonderes, weil ich glaube, so in der Konstellation sind wir noch nie zusammengestanden oder haben zusammengespielt und ich glaube, wir haben das Herz am richtigen Fleck gehabt und wo es dann fußballerisch nicht mehr so gut war, haben wir alles gegeben, um die 3 Punkte dazu behalten, dass das vielleicht am Ende auch ein bisschen glücklich war. Ja, soll so sein, interessiert in 2 Tagen kann mehr und die 3 Punkte sind auf unserem Konto. So ist es. Trainer, normalerweise immer die Match-Analyse, heute vielleicht ein bisschen Ausnahme, weil ich auch schon bei den TV-Interviews, die Kollegen sicher nicht sehen konnten, hier gemerkt habe, dass das auch ein Anliegen ist. Ein paar Worte von dir über den Mann in unserer Mitte. Ich habe es vorher schon erwähnt, freut mich extrem. Wir haben, glaube ich, da wirklich viele gute Entscheidungen getroffen, vor allem in den letzten Tagen und Wochen. Mit dem Diebi natürlich zusammen und wie er heute seinen Mann gestanden hat und wie er eine Säule für die jungen Spieler war, wo sie sich einfach anhalten haben können. Das hat mich heute beeindruckt und das, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil ich kann mir ein bisschen reinversetzen. Ich habe auch viele Verletzungen gehabt, aber Gott sei Dank nicht ganz so lange, jetzt meine knapp 2 Jahre höre. Und diese Mentalität, immer wieder aufzustehen, Rückschläge einfach, vergessen zu machen, das zeichnet diesen Menschen neben mir aus und unglaublicher Charakter und eine Winnermentalität, die Rapid braucht. Danke, dann darf ich dich natürlich bitten, also natürlich nochmal Gratulation zu einer Analyse zu dem Spiel, war ja wahrscheinlich einer der schönsten Sieger als Rapid-Trainer, dazu mit 3 Debütanten, 3 Bundesliga-Debütanten, mit dem Savic, ein 4. der bei dir auch noch nicht gespielt hat und der ja, das relativ gut gemacht hat, kann man sagen, und relativ schnell getroffen hat zum entscheidenden Tor. Also ein Sieg der Mentalität, glaube ich, passt ganz gut. Mit der Geschichte im Vorfeld war alles andere als einfach. Also wir haben den Matchplan des Öfteren geändert, die Aufstellung des Öfteren geändert. Und dass das dann natürlich glücklich für uns ändert, ist wunderbar, gibt uns ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wie die Jungs dann gefightet haben, zusammen agiert haben, auch gestern im Training das angenommen haben, ab diesem Zeitpunkt, wo wir einfach diese Nachrichten bekommen haben, war überhaupt kein Thema. Jetzt erst recht und das zeichnete uns aus und die Fans haben uns getragen. Und zusammen haben wir das heute geschafft, dass wir hier die 3 Punkte gemacht haben. Zur Wichtigkeit des Sieges ist einfach so, wir haben gegen einen direkten Konkurrenten heute 3 Punkte gemacht im Meisterplayoff, den Abstand auf Platz 5 vergrößert und das gibt uns natürlich eine extrem gute Ausgangssituation für die letzten 6 Spiele. Sehr, vielen Dank und dann darf ich traditionell natürlich Herrn Christian Hackl vom Standard bitten und die bitte, kurzes Handzeichen, nicht jede, bitte, der Herr neben Ihnen.
Christopher, da geht es jetzt körperlich oder ist das ganz einfach angesichts dieser Personalsituation, dass du gar nicht dran denken hast können, halt mein Körper das aus, kann überhaupt 90 Minuten auf so ein Label spielen? Es war ja so, dass die letzte Woche schon ein Thema war, wo ich mit nach Salzburg fahre, gemeinsam dann mit dem Trainer entschieden, nochmal für die zweite Mannschaft zu spielen, auch gegen Liefering, gegen eine Mannschaft, die ein sehr hohes Tempo geht, und es war für mich und für meinen Kopf irrsinnig wichtig, da zu sehen, die 90 Minuten funktionieren, und ich wollte einfach für mich wissen, wenn mich der Trainer aufstellt, dann will ich 90 Minuten oder 96, wie es heute dann war, am Platz stehen und da alles reinhauen, was in meinem Körper drin ist. Und wie wir vorher, glaube ich, beide gesagt haben, wir haben das wirklich mit Hirn, glaube ich, sind wir das die letzten Wochen angegangen, und dann ist er so, und ich bin lang genug dabei, wenn die Chance kommt, dann will man da sein, und das habe ich heute versucht, und ist dann auch, glaube ich, ganz gut gelungen mit dem Sieg. Wenn ich noch ergänzen darf, nicht nur das Trainerteam hat, glaube ich, ganz gute Entscheidungen mit dem DB zusammen getroffen, auch die medizinische Abteilung ist da sicher zum Hervorheben. Danke sehr. Christian, gibt es eine Nachfrage? Natürlich kann man jetzt reden, ja, du hast aber gesagt, ja, Fußball ist Ergebnissport. Natürlich war es eine sehr enge Partie und es hätte wahrscheinlich auch anders ausgehen können. Das war ja, also ab der ersten Sekunde ein extrem heißer Ritt auf einer extrem scharfen Rasierklinge, wo einfach ja, Torraumszenen hier wie da waren, erste Hälfte gefühlt bessere für den Wolfsberger AC. Trotzdem sind wir 1-0 in Führung gegangen, wir sind auch ganz gut aus der Pause gekommen, hätten die Riesenchance nach Traumpass von Demi auf Glasmüllner zum 2-0 gehabt, haben sie nicht gemacht. Dann hat WRC natürlich noch mehr riskiert, hat noch mehr aufgemacht, gefühlt von der 60. bis 25 Standardsituationen, und wir wissen von der Qualität, die sie da haben, und wir haben alles reingeschmissen, was wir hatten, die ganze Wucht, um ja, kein Tor zu bekommen. Sind dann auch Risiko gegangen nach dem 1-1, Spieler gewechselt, und dass das dann natürlich so aufgeht. Ja, ist ein sehr, sehr schöner Moment und gibt uns ein extrem gutes Gefühl. Danke sehr, bitte. Dann der nächste Christian Reichel von der Kronenzeitung. Ferro, hättest du gedacht, dass heute der Sieg von der Bank kommt? Ja, woher der Sieg kommt, ist mir relativ egal. Manchmal hat man halt ein gutes Händchen, dann wieder weniger. Ja, freut mich extrem für die Burschen. Ich glaube, Bernie und der Drago, 20 Jahre, glaube ich jetzt beide, genau. Und ja, dann sitzt noch ein etwas älterer Herr neben mir. Also das ist, die Mischung passt. Wann haben die beiden Youngsters erfahren, dass sie im Kader dabei sein werden? Wann hat sich das ergeben durch die ganzen Ausfälle? Savic wäre sowieso dabei gewesen. Fallmann haben wir ja schon absichtlich auswechseln lassen am Freitag, und heute oder gestern am Abend haben wir noch Grivak und Kanuric dazu geholt. Dankeschön. Bitte, Ewald Dürmer von der Kärntner Kronenzeitung, bringen wir das Mikrofon damit. Danke. Ja, wie würdest du heute den Sieg einordnen aufgrund der Personalsituation? Eher 3 gewonnene Punkte im Kampf um den zweiten Platz, oder hast du im Unterbewusstsein doch gedacht, dass diese junge Mannschaft gegen den WRC bestehen kann? Also ich habe immer ein gutes Gefühl gehabt, weil wir die Jungs das ergeben haben, weil die Mischung gepasst hat. Wir hatten ja unter den ersten 11 heute schon einige Routiniers dabei, die das sofort in die Hand genommen haben und einfach vorangegangen sind. Ich weiß natürlich die Stärken vom WRC. Wie gesagt, ich kenne ja die Mannschaft in- und auswendig, habe den Großteil des Kaders selber zusammengestellt. Und dass die ja ausgefuchste Truppen sind und eine eingespielte Truppe, das haben wir gewusst. Trotzdem haben wir einfach alles reingehauen und sind heute belohnt worden. Danke sehr. Dann gibt es noch eine Frage von Austria Presseagentur, Thomas Tretzmüller. Beeindruckend ist auch die Vorstellung von Bernhard Zimmermann. Er hat jetzt eigentlich vom Debüt weg den Sprung zum Stammspieler sofort geschafft und hat jetzt 4-mal getroffen in 5 Spielen. Ist das für dich auch sogar ein bisschen überraschend, dass er eben so funktioniert in der Situation jetzt, weil er eigentlich funktionieren muss in der Situation? Ja, überraschend kann man schon sagen, also planen kann man das, glaube ich, nicht, dass er 4 Tore jetzt hintereinander macht. War auch nicht geplant, glaube ich, dass er dann schon 3 Wochen vorher, dass man ihn reinhaut gegen Wattens.
Ich denke, er ist ein sehr unangenehmer Gegner, auch im Training können das die Verteidiger, die wir vielleicht bestätigen. Er verkörpert, so wie der Tibi, auf seine Art, auch er, die Rapid-Mentalität, diesen unglaublichen Siegeswille, dass man nie aufgibt, dass man immer alles gibt und diese Bodenständigkeit, das zeichnet ihn sicher aus. Er bringt einfach Tugenden mit, die uns gut tun, aktuell, in dieser Mischung, wie wir agieren. Und die Gefahr, glaube ich, dass er jetzt abhebt oder so, der Typ ist er nicht. Tibi, du hast genickt, wie der Trainer gesagt hat, unangenehm auch im Training. Ja, im Training. Und ich habe ja das ein oder andere Spiel in der zweiten Mannschaft, kann ich mich erinnern, haben wir da aufgelegt mit einem unglaublichen Tackling, wo er zurückgelaufen ist und sich den Ball gehabt hat. Also der weiß, was man Platz zu tun hat. Und ich glaube, dass der Junge auch ganz genau weiß, was er kann. Und das haut er zu 100% rein. Und er wird ja dann auch belohnt. Also Spieler, die Gas geben, die kriegen das ja dann auch zurück. Und das so funktioniert für ihn. Freut mich natürlich brutal. Vielleicht dann noch eine Nachfrage zum Savic. Er hat ja in den vorangegangenen Saisonen auch jeweils eine Partie in der Liga gehabt, jetzt eben wieder eine in der Liga. Wie glaubst du, kann es diesmal so sein, dass er sich vielleicht auch nach oben kämpft, sozusagen, dass er da ein bisschen längerfristig auch den Sprung in den Kader schafft? Und was zeigt ihn aus? Ja, also er kommt natürlich sehr über die Mentalität, mit seiner physischen Präsenz, mit seinem Speed, mit seinen Tempo-Dribblings ist er sehr schwer zum Ausrechnen. Was ihm bis jetzt gefehlt hat, war einfach der Output. Und das war heute nach 77 Sekunden, habe ich gehört. Unglaublich. Ja, und vielleicht war das genau dieser Moment, den er gebraucht hat, dass jetzt einfach auch das noch kommt. Danke sehr. Ich denke, wir haben alles. Oder gibt es noch? Horst, gibt es noch? Natürlich. Dann machen wir Horst Hötsch natürlich noch eine Abschlussfrage. Auch zum Widerwillen von meinem Hakel. Zum Widerwillen? Ah. Ich wollte auch noch zu den jungen Burschen auf der Bank fragen. Erstens einmal, ich glaube, mit 5 Bundesliga-Einsätzen auf der Bank, das hat es bei Rapid seit 74, 75 wahrscheinlich, seit Geburt der Bundesliga noch nicht gegeben. Kann das schon ein Moment sein, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Truppe, die schwer in heutigen Zeiten, aber die länger eine Rapid-Mannschaft ausmachen kann, oder? Ja, das wird die Zukunft zeigen. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, also wir haben ja doch ein paar Corona-Fälle und ich habe das auch schon mal in Wolfsburg erlebt, wie sich das auch negativ entwickeln kann. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt da viele Junge zur Verfügung haben, die dann auch so performen und sie nicht wirklich Sorgen machen, ob sie da jetzt vor 15.000, 16.000 auflaufen. Warum nicht? Sollten sie die Zukunft von Rapid sein, aber die Konkurrenz ist auch sehr gut und wir werden natürlich auch im Sommer aktiv noch Spiele verpflichten und ich denke, Rapid hat schon den Anspruch, dass wir einfach einen Kader haben, der nicht nur 11 Top-Spieler hat, sondern darüber hinausgeht. Denn wir wollen natürlich auch englische Runden bestreiten und das bedeutet, dass man einen größeren Kader braucht und international dabei ist. Und da haben wir heute einen großen Schritt gemacht. Dankeschön. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Nochmal danke fürs Interesse und nochmal beiden Herren nehmen wir herzliche Gratulation und schönen Restsonntag.